48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, ja, drei Zielfische, da ist er. Und ein Pokal. Check. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventer in Fishing. I'm Adventer, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Charles Rettinghaus und ich begrüße euch herzlich zur nunmehr dritten Auflage des YouTube Predator Cup Boat. 2022 waren es noch 12 Teams, im letzten Jahr schon 16 und in dieser Saison gehen bei unserem Bootsturnier sage und schreibe 24 Teams und damit 48 Angler an den Start. Den Pokal und die Medaillen zu gewinnen wird dadurch natürlich nicht leichter, weil gestiegenes Prestige in diesem Fall auch erhöhten Aufwand bedeutet, folgt zum Staffelstart wie gewohnt ein kurzer Support-Hinweis. Wer die Produktion der kostenfreien YPC-Formate unterstützen möchte, findet viele Artikel der teilnehmenden Brands entweder bei uns im Online-Shop oder auch offline im Fachhandel bei unseren Partnern in ganz Deutschland. Den Link samt Überblickskarte zu allen YPC-Megastores und LMAB-Pro-Shops in eurer Nähe findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir zu Modus und Regeln. Unmittelbar vor dem Turnier war annähernd apokalyptisches Wetter angekündigt worden. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu garantieren, hat die Turnierleitung spontan einige Anpassungen vorgenommen. Die zweitägige Gruppenphase wird in einen Lake Day und einen River Day aufgeteilt, denn bei Starkwind und meterhohen Wellen mitten auf den holländischen Großgewässern zu angeln, wäre schlicht lebensgefährlich. Der Turnierbeginn wird um einen Tag vorverlegt. Am stürmischsten Tag pausiert und für die anderen sehr windigen Tage der River Day eingeführt. An diesem dürfen die Teams ausschließlich auf Kanälen, Flüssen und damit verbundenen kleinen Seen angeln. Bevor ich euch die Teams der Gruppe A vorstelle, überfliegen wir kurz die restlichen Regeln. Die 24 Teams teilen sich auf 4 Gruppen A 6 Boote auf. Nur die beiden Erstplatzierten jeder Sechsergruppe ziehen direkt in die Endrunde ein. 2 weitere Finaltickets gehen an sogenannte Lucky Loser, sprich die beiden Duos, die unter allen nicht direkt qualifizierten Teams die punktstärksten Boards haben. Was die Punktevergabe betrifft, bleibt alles wie gehabt. Insgesamt können 2 Barsche, 2 Zander, 2 Hechte und außerdem 2 Fische, egal welcher Zielfischart, eingereicht werden. Selbstverständlich dürfen ausschließlich Kunstköder verwendet werden und die Fische sollen möglichst schonend entweder mit dem Kescher oder mit der Hand gelandet werden. Rausheben wird mit einer 10-minütigen Schnurbruch im Drill mit einer 30-minütigen Zeitstrafe geahndet, die am Ende des jeweiligen Tages von den 8 Angelstunden abgezogen wird. Für täglich 1 Stunde können die Teams eine Power-Hour nehmen, in der sämtliche Raubfischangeltechniken inklusive der Nutzung von Live-Technologie, Schleppen und Vertikalangeln erlaubt sind. In der restlichen Zeit ist es ein Cast-Only-Turnier. Das heißt, die Köder müssen mindestens 5 Meter weit geworfen und angemessen schnell animiert werden. Die Schiedsrichter sind dazu angehalten, passives, schleppähnliches Angeln in der Drift zu unterbinden. Fürs Erste sollte das genügen. Jetzt zu den 6 Teams der Gruppe A. Favorit der Gruppe und auch insgesamt wohl wieder der heißeste Titelanwärter ist Team Nace. Der Sieger von 2022 und letztjährige Zweite tritt in gewohnter Besetzung an. Dustin Schöne, der Gründer der europaweit beliebten Tackle- und Kleidungsbrand, hat seine kaum noch überschaubare Pokalsammlung mit der YPC-Bank-Trophäe aus dem letzten Jahr noch einmal erweitert. Sein talentierter Sidekick ist erneut Felix Wegesser.
Den Würzburger Rutenbauer kennt man neben dem YPC-Boot vor allem aus den hochwertigen First-Cast-Produktionen. Während Dustin mit 1,25 Meter den Hechtrekord beim YPC-Boot hält, ist Felix mit Barsch- und Sander-Rekord gleich doppelt als Rekordhalter auf unserer offiziellen Measure-Mat aufgedruckt. Dass dieses Duo das aktuelle Maß der Dinge ist, wird den Konkurrenten also mit jedem gefangenen Fisch vor Augen geführt. Der schwedische Hersteller und Distributor bekannter Marken wie BFT oder Strike Pro tritt zum dritten Mal in Folge mit Ewart Ostam und Stefan Trumpstedt an. Ewart ist nicht nur Perch Pro Champion, als Organisator der Predator Tour kennt der Ex-Marine die Turniergewässer aus dem FF. Truman seinerseits ist einer der erfolgreichsten Hechtangler Europas, hat nicht nur Fly vs. Jerk schon etliche Male gewonnen, sondern auch schon gemeinsam mit Ewart den Titel bei der European Fishing League geholt. Beim YPC-Boot sind die beiden im letzten Jahr mit 6 Meter plus Hechten über den gesamten Turnierverlauf am Ende Vierter geworden. In diesem Jahr soll es Edelmetall werden. Große Ambitionen hat auch Team Bullseye. Im letzten Jahr war für Markus von Oy, dem Boss des eidgenössischen Premium-Routenherstellers, in der Vorrunde Schluss. Im YPC Bank wiederum hat der Schweizer die Gruppenphase überstanden und einen insgesamt sehr starken Eindruck hinterlassen, auch wenn er das Finale letztlich ganz knapp verpasst hat. An seiner Seite ist Tim Ackermann, der im YPC-Kosmos neu dabei ist, online-affinen Hecht- und Turnieranglern aber durchaus ein Begriff sein dürfte. Markus' Partner aus der diesjährigen Fly vs. Jerk-Staffel brachte doch tatsächlich das Kunststück fertig, zweimal in Folge die Predator-Tour in Schweden zu gewinnen. Die in Simbabwe gegründete Bootsmanufaktur Roughneck vertraut beispielsweise auf Lukas Ripplinger. Der Angelladen-Fachverkäufer und Eigentümer der hiesigen Zweigstelle von Roughneck hat schon 2022 für Hummingbird teilgenommen und ist einigen von euch außerdem aus dem YPC Bass bekannt. Dass der Süddeutsche ein hervorragender Bootsangler ist, hat er auch schon bei anderen großen Turnieren wie der WPC unter Beweis gestellt. Ein turniermäßig unbeschriebenes Blatt ist sein Team- und Geschäftspartner Marco Meister. Der Schweizer organisiert den Import der Sportangelboote von Roughneck und verbringt große Teile seiner Freizeit auf dem Wasser. Vor allem die Big-Bait-Angelei auf Hecht hat es ihm angetan. Mal abwarten, wie die Aufgabenverteilung bei diesem hochveranlagten Team letztlich aussehen wird. Außerdem in dieser Gruppe ist die Brand Fish Explorer. Pro-Staffer Steve Adam stammt aus der belgischen Stadt Barsch, unweit der französischen Grenze. Auch wenn der Bauunternehmer keine Turniererfahrung besitzt, belegt sein Portfolio zweifelsfrei, dass er das Angeln auf alle drei Zielfischarten versteht. Gleiches gilt für seinen Teamkollegen. Stefan Deubner ist nach Markus und Marco der dritte Schweizer in dieser Gruppe. Vor allem beim Barschangeln gehört der Netzelektriker PB-mäßig zur obersten Riege. Sofern er die ganz dicken Kirschen auch in den Niederlanden überzeugen kann, sollte man ihn und seinen Bootspartner nicht unterschätzen. Last but not least freuen wir uns sehr, in diesem Jahr ein Duo der Fisch und Fang dabei zu haben. Die allermeisten unter euch verdanken vermutlich einen Teil ihres anglerischen Repertoires dem bekanntesten deutschen Angelmagazin. Insofern wird es viele freuen, dass ich mit Birger Domeyer, einer der vielleicht besten Redakteure und Angelpädagogen, die Ehre gibt. Birger ist nicht nur ein absoluter Angelcrack, sondern auch ein erfahrener Turnierangler mit mehreren Siegen in der Profiliga und Top-10-Platzierungen, unter anderem bei der Predator Tour. Sein Partner Gregor Babierz bewegt sich ebenfalls häufig im Kosmos der Fisch und Fang. Als Eigentümer der Schwarzwälder Ködermanufaktur Hybrida kooperiert er zum Beispiel für beliebte Köder wie dem Fisch- und Fang-Barschbaron, den ihr seit kurzem auch im Hecht- und Barsch-Online-Shop findet.
Letztes Jahr war für den Polen, damals mit Team Hybrida, trotz bemerkenswerter Fische in der Vorrunde Schluss. Mehrere WPC-Platzierungen im einstelligen Bereich legen aber nahe, dass dieses frühe Ausscheiden eher als Ausrutscher zu bewerten ist. Damit ist das Feld komplett und es kann losgehen. Dafür müssen die Boote aber erst einmal ins Wasser. Der Morgen graut. Ab geht's. Hallo von Team Nace beim YPC Boat 2024. Wir haben uns in Sachen Training wieder selbst übertroffen. Dieses Jahr hatten wir ganze 3, vielleicht 4 Stunden Training. Ging nicht anders, weil der Start aufgrund des schlechten Wetters nach vorne verlegt wurde. Nicht so schlimm, es ist, wie es ist. Der Plan steht auf jeden Fall. Ja, wir sind trotzdem heiß. Jetzt geht's ab zum Spot, oder? Vollgas, oder? Also, wünscht uns Glück. Bis gleich. YPC Boat 2023. Team Roughneck ist ready. Wir haben richtig Bock. Wir haben im Training einen schönen Stretch gefunden, der gut Zander, Barsch und Hecht geliefert hat. Leider muss man natürlich dazu sagen, es war abends. Ja. War noch eine kleine Fun-Session. Das heißt, wir können es nicht 100% garantieren, dass es läuft. Aber wir haben gedacht, wenn, dann früh morgens. Und vom Licht her heute eigentlich ideal. Also ist eigentlich wie abends. Deswegen hoffen wir, dass wir da natürlich schnellstmöglich so viele Fischarten wie möglich abgehakt bekommen. Aber wichtig ist auf jeden Fall überhaupt erstmal Fisch ans Band kriegen. Es lief nicht einfach die letzten Tage. Aber hier, the wind of change. Ich bin mir sicher, da wird sich ein bisschen was drehen. Absolut. Und hoffentlich zum Guten für uns. Und wie? Let's go. Wie ihr gesehen habt, gibt es in diesem Jahr keinen gemeinsamen Start. Der Angeltag beginnt direkt am Spot. Um nachzuvollziehen, auf welchen der drei großen Gewässer sich die Teams zu Anfang des Lake Days jeweils befinden, werfen wir einen kurzen Blick auf die Karte. Dabei teilen sich unsere 6 Teams übrigens perfekt auf die 3 Gewässer auf. Nace schippert aufs Volkerrack und steuert dort einen ziemlich zentral gelegenen Spot an. Bullseye fischt am selben Gewässer ganz im Westen. CWC macht den ersten Wurf ganz im Westen des Haring Fleet. Fish Explorer beginnt ebenfalls auf dem HV, allerdings an der Nordseite unweit der Brücke. Lukas und Marco lenken das Roughneck an die Südseite des westlichen Hollands Deep und Team Fisch und Fang startet nicht allzu weit davon entfernt, westlich von Willemstad. Okay, kannst du schon Anker stellen? Wir starten am Hollands Deep, haben ein bisschen natürlich die Zander im Fokus jetzt gleich morgens und im Laufe des Tages dann die Barsche. Aber boah, ja, so einen ganz konkreten Plan, wann wir was fangen, haben wir gar nicht. Wir sind eigentlich glaube ich, froh, wenn wir genau, gut hat fangen. Sich ein bisschen was getan hier mit Planung, mit Wetter. Ja. Aufgrund dessen, dass wir jetzt bekommen einen ganz starken Niederschlag und Wetterwechsel. War alles nach hinten verlegt. Uns fällt Trainingzeit, muss man mal zugeben. Wir haben sehr wenig trainiert, nur ein einziges Tag vernünftig. Und das Mojo ist noch nicht so ganz gut aufgebaut, aber wir werden sehen. Ganz kleine Erklärung zu unserem Spot. Wir sind in der Nähe einer Schleusenanlage. Da ist alles blau. Blau ist Fispasswasser, aber mit einer Einschränkung. Diese dunkelblaue doppelte Linie da bedeutet, hinter dieser, also in dem Bereich, darf man nicht Bootsangeln. Nur Uferangeln ist da erlaubt, da könnte man rumlaufen. Wir müssen uns also vor dieser dunkelblauen Linie hinstellen. Wir wollen natürlich hier vor dieser Spitze angeln. Das ist soweit okay, wir dürfen nur nicht zu weit um die Ecke rum, also darum oder darum. Ganz wichtig ist noch die Betonung, weil hier ist eine Fahrrinne, die hier vorne durchgeht. Hinter uns seht ihr eine gelbe Tonne mit einem rot-weiß-roten Pinsel oben drauf. Das heißt immer Durchfahrt verboten, wer keinen Bootsführer schon hat. Das heißt, wir dürfen nicht hier jetzt einfach mal gerade durchfahren, weil dann fahren wir direkt in die Fahrrinne rein. Dann kreuzen sich hier die Schiffe, das wollen die natürlich nicht. Das heißt, ihr dürft zwar hier stehen, aber ihr dürft keine 50 Meter darüber fahren. Da muss man ein bisschen außen rum fahren, weil es gefährlich ist. Da kommen dauernd Tanker durch, das sollte man lassen. Also hier stehen, okay, da durchfahren, nein. Um die Ecke rum auch nicht, um die Ecke rum auch nicht. Aber hier so einen kleinen Keil, den kann man fischen, gerade so. Ne?
Gut. Genau, das haben uns Polizisten letztes Mal auch schon gut aufgeklärt. Es geht nur um das im Prinzip, dass man die Berufsschifffahrt nicht verhindert. Ganz einfache Regel, vor den gelben Tonnen stehen bleiben, kann man angeln. Womit fängst du an, Klein? Ich fange an gerade sofort mit Twitchmaster. Ich habe es hier auf diesem Spot mehrmals schon schöne Fische mit Twitchmaster gefangen. Die 7 mm, ja? Ja, dann okay, 7. Dann nehme ich eins tiefer für Zander. Ich gucke ein bisschen mehr auf die Zander, gerade noch morgens. Du hast Barsch und Zander. Genau. Okay, dann machen wir das so, ne? 3 Minuten haben wir noch. Wir starten auf Barsch. Einmal mit einem Skirted Jig. Einmal mit dem Net, also relativ finessig auf Barsch. Hoffentlich funktioniert es, mal sehen. In der Vergangenheit hat man das ganz gut Erfolge gebracht hier mit dem Net. Ich fange trotzdem mit der Skirt an, weil das einfach im letzten Jahr so gut funktioniert hat mit der Craw. 2 Minuten noch und dann geht's los. Jetzt bin ich aufgeregt. Hallo zusammen am YPC Boat. Wir sind das Team Fish Explorer, das ist Steve. Ich bin Stefan. Ça fait 3 jours qu'on se connaît, c'est un peu la particularité pour nous. Mais voilà, on a déjà bien pré-fiché, on a un bon spot à brocher ici. Ça va être notre première cible, c'est de faire au moins 2 brochets. On a une sortie d'une petite rivière là-bas sur laquelle on va s'approcher lentement. Et on va uniquement pêcher la zone shallow ici sur environ 200 ou 300 mètres. Habe ich viel verstanden, aber ich denke, er hat recht, ja. Alle, let's go. We are back, Team Catch with Care. And we promise you to give you a good show. And some big fish. Let's hope so. Last year we entered in the finals. That's at least our goal for this year as well. Of course, and I think we're lucky. You know, it's the weather is changing and today it's quite good conditions. Yeah. So let's do the first cast, my friend. Enough talking and let's do the first cast. Roll out. Okay. Come on, Evert. Let's do this. Lukas, let's go. Auf geht's. YPC Boat. Aus, raus. Erster Wurf. Auf dass die Pläne funktionieren. First cast. YPC Boat 2024. Was denn? Kescher ist bereit? Viel Glück, Kescher ist bereit. Guten Morgen, herzlich willkommen auf dem Boot vom Team Bullseye an Tag 1 vom YPC Boat 24. Wir starten direkt mit der Power Hour und versuchen jetzt einen dicken Hecht oder Zander pelagisch zu fangen, dass wir uns den restlichen Tag auf Barsch konzentrieren können. Wir starten die Power Hour erst dann, wenn ich einen guten Fisch im Sight Imaging sehe, weil wir haben nur eine Stunde. Die Stunde beginnt, wenn ich das Live Scope anmache, Stange reinklappe und nach der Stunde ist es komplett raus. Kein Spot suchen, nichts Fisch suchen, sondern eine Stunde reines Scope. Es ist hier ein tolles Boot vom B1, was wir zur Verfügung haben. Mit dem fischen wir sonst unterm Jahr nicht. Alles ein bisschen ungewohnt, sprich Tim wird auf der rechten Seite fahren, die Fische anvisieren, anwerfen. Ich mache heute den Butler, schaue, dass alle Köder gerickt sind, alle Routen ready. Dann schauen wir, dass wir möglichst viele Fische in unser Zielfernrohr bekommen. Wir sind hier an einer Flachzone. Wir versuchen sie hier auf die Hecht, hatten gestern im Training gute Hechtkontakte. Haben den Spot danach auch gleich verlassen. Ich hoffe, sie sind noch hier. Wir fischen mit Chatterbaits und Steve fischt mit dem Snuggly Shaker. Er hatte gestern einen Hecht über 1 Meter hier. Ja, mal schauen, ob sie noch hier sind. Oh, ganz schön klar hier das Wasser, hä? Fisch! Hast du einen? Jo! nix Großes. Nein. Massiger so, Barsch, Gregor. Die erste Punkte. Hey, sag mal, war das der erste Wurf? Der zweite Wurf. Ah, da sind gute 30 Punkte auf jeden Fall. Oh, schau mal dem Loch, was hat er da drin? Boah. Leute, das kommt definitiv von einem Kormoran. Jetzt ist er wach. Da, 31,5. Jo, so, und jetzt dem schnell dem Kleinen befreien. Okay,
So, das hat nicht lange gedauert. Das war wirklich der zweite Wurf. Jetzt geht's weiter. Barsch? Ich kann es noch nicht ganz sagen. Könnte auch ein Hecht sein. Ein Hecht, ein kleiner. Fisch ist Fisch. Der hat 63,5, somit 64. Super, Becky. Fisch. Fisch. Oh, verloren. Verloren, fuck. Hier ist der kleine Hecht, der darf gleich wieder zurück. Fisch. Hey, ich reporte noch. Ja, ja, alles gut, ich mache halt ihm selbst. Der ist besser. Kleiner, dicker Bommel, ey. Kleine Kirsche. Das wird einer von den großen, 50er später. Genau, 31. Ja. Alles klar. Schau mal, was für Kugel, ey. Also so eine Form habe ich selten gesehen. Ja, dieses Hochrückige ist super, ne? Danke für deinen Besuch, kleiner Mann. Es gibt ja so Luxusprobleme, ne? Zum Beispiel, dass man nicht zum Angeln kommt, weil Gregor dauernd Fische fängt. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Die ersten Fische sind schon rein. Ja, bestimmt weg. Wir haben noch was vor uns. Der Barsch, der Barsch. Yes, Mann! Ja, Mann! Was war das? Lukas. 2 Minuten? So ist es laut. Come on. Geil. Und ich wollte nichts sagen zuerst, weil ich habe gespürt, das Spinnerblättchen hat aufgehört zu rotieren. Ich dachte, ich sag besser nichts. Und plötzlich, boom, der Einschlag, Mann. So muss es sein. Stark. That's the plan. Let's go. Perfekt, Mann. Und haben wir 41, oder? 41. Lukas, stark, Mann. Wunderbarer Barsch, 41 cm. Auf dem Spinnerbait, auf dem Veneta, im Airy Shad Trailer. So durchlaufen. Weiter geht's. Oh, gibt nichts Schöneres, die so wegschwimmen zu sehen. Meine Güte, schon in den ersten Minuten klingelt es gleich mehrfach. Vielversprechender Auftakt, vor allem für Marco und Lukas. Wir sind nicht allein, die fangen. Wir haben auch schon ein paar Nachrichten gesehen. Team Nace, ein Hecht mit 64. Team Fischen fangen 2 Barsche, 30, 32 und 31. Es scheint zu laufen. The Wind of Change funktioniert. Ist doch schön, dass alle ein bisschen Fisch fangen. Aber unsere war bisher der größte. Sehr gut. Weiter geht's. Müssen nachladen. Während es für einige richtig gut losgeht, ist bei Bullseye noch immer kein Köder im Wasser. Ist ein oder zwei? Schon einer. Der dabei auch nicht der Tiefe. Ah, der Robert. War nichts Großes. Aber oben in größerer. Ja. Da oben wieder mehrere kleine. So, die Baitfische sind immer so nah zusammen. Ja. Das ist ziemlich tricky heute, weil hier in dem Bereich sind ganz viele Futterfische so zusammen in so Fünfergruppen. Und das macht es natürlich wirklich schwer. Und zusätzlich gibt es hier halt riesen Prassen. Ne? Und die von Zandern zu unterscheiden ist auf jeden Fall möglich, aber bei der starken Algenblüte und der Trübung ist es natürlich nicht so einfach. Aber wir werden es auf jeden Fall schaffen. Oh, ja. Fisch! Schänder! Ja! It's a small one, but. Ja, aber hey! It's a fish! Oh, I was fast. I saw the lure was coming and I saw the sand above. Boom! It's not a big one, but I like the strike. I like it so much. But, 59. Yeah, 59. Bye-bye. Bye-bye. Okay, first fish. We have been fishing for maybe 50 minutes. We lost one bite directly. Third cast, and now we have one fish in the net. Sander, was it 59? 59. Barsch? Oh, fuck weg. Mist, ey. Direkt 2 verloren jetzt schon. 2 verloren, direkt im nächsten Wurf wieder ein Fisch drauf. Komm, diesmal hat es sich mehr nach einem Barsch angefühlt. Fisch, Alter, das ist ein geiler Biss. Aber Mitte in, hier im Wasser. Schon in Tiefen, ne? Dann fuckt mich das ab, dass wir den Fisch verloren haben jetzt. Hoffentlich kriegen wir jetzt auch gleich den ersten Barsch hier. Das wäre ja so wichtig. Fisch, Alter! Boah! Ein Wurf im Chatterbait ins Loch. Hinter uns. Ah, Fisch! Fischer. Barsch!
klein, aber Barsch. Bisschen cheaper. Oh, geil. Ja, geht uns nicht weiter, aber egal. Nicht die Wunschgröße, aber... Entschneidert und auf dem Board ist schon mal ganz okay. Ein 34er Barsch. Kleiner, süßer Spritzer. Aber ein Fisch. Wecki, direkt reporten, bitte. Hab ich schon. Danke. Uta. Jo, Fisch. Könnte gut wieder ein Barsch sein, gell? Ja, ist es. Okay, hoch. Da hängt echt beschissen. Come on. Kein Riese, aber wichtige Punkte. Come on. Also was ich echt glaube, und das war ja beim Training schon so, ist dieses rote Spinnerblatt. Ja. Das sieht aus wie die Brustflossen. Ich weiß nicht warum, aber im Training hat das schon funktioniert und heute Morgen wieder. Herrlich. Mal zu, gesqueezed sind wir bei 37. 36, glaube ich, Lukas. 36? Wenn ich mir erlauben darf. Ja, ja, hast schon nicht, dass wir was falsch machen. Ich bin in der Hauptlinie verrutscht. Sehr schön. Schöner Barsch. Nicht der größte, aber genau, was wir brauchen. Und gut, um in den Tag zu starten. Hoppa. Quick Release. Was ich hier vorhin meinte, ist dieses eine rote Blättchen. Ihr seht, es schon ziemlich mitgenommen, hat auch schon viele Fische gefangen. Aber dieses eine rote Spinnerblättchen, das imitiert, finde ich, einen Barsch oder wie auch immer, wahnsinnig gut. Ist zumindest meine Wahrnehmung und hat im Training geklappt, hat jetzt funktioniert. Ich hoffe, wir fangen noch ein. This is the pig Hula from the famous pig family. As you can see, it's got the famous head from the pig family. And it's a single hook or a wide gap. And I attached a gunslinger as a teaser on it. And it's pulsing under the water. And with the metal blade in front, it gives a vibration action. And pikes, perch, and even the sender, they just love it. And it's an ideal surge bait. When you need to cast fast, you cover a lot of areas. And this is a perfect surge bait to do the job. You can cast it in, it goes down. We even fished it in pre-fishing up to 7 meters. And it's very nice to search all the depths and the layers from 7 until 1 meter. Pig Hula. Don't leave home without them. On va retourner juste à l'entrée du spot, là où on a commencé. Là, je vais passer sur un plus petit leurre, un leurre souple. C'est le Paddle Rider de chez Stucky. Un coloris assez naturel. On va voir si ça peut faire la différence. Hop. Yes, good job. Je me suis broché au premier centre. Parfait. Je me suis juste trompé sur la casquette. Je vais devoir changer. Steve hat mit dem Real Rider gefangen. Vorhin gerade noch erklärt, von der Farbe her. Top. Der Mann kann es anders. Good job, Steve. Yeah. 60 cm. Okay. Okay, good job. Next one. Es geht so weiter wie bisher. Nach gerade einmal 45 Minuten haben bereits 5 Teams gepunktet und es stehen schon alle 3 Zielfische auf dem Board. Eigentlich wenig Grund zur Beschwerde. Birger scheint sich vom ersten Spot trotzdem noch etwas mehr erhofft zu haben. Jetzt sieht man halt den Lure-Masters-Effekt hier, ne? Jo. Weil, also die Ecke hier morgens ist eigentlich sowas von todsicher für einen Zander. gerade bei diesen welligen, bedeckten Bedingungen. Aber ja gut, 3 Tage Vollgas. Hier waren dann 20 Minuten Taktboote drauf. Und die haben natürlich auch alle trainiert. Dann
wird es nach hinten raus enger hier. War gerade gestern der letzte Turniertag, also kein Tag Pause gehabt hier. Aber das geht ja allen so, ne? Sollen wir? Sportwechsel? Ja. Ja. Den drin behältst. Schwimmt weg. Ich switche jetzt schnell auf noch auf kleinem Crankbait und jetzt absichtlich gehe ich mit richtig schockiger Farbe ins typischen Fire Tiger. Sonne steht nicht ganz oben noch. Wasser ist auch leicht angetrübt. Kann man gut mit so einem aggressiven Köder schnell durchangeln jetzt. Kleiner feiner Tipp zum Thema Trailerhooks bei Spinnerbaits. Und zwar haben wir hier in OMTD die Trailerhooks mit einem ganz coolen System. Und zwar haben die hier solche kleinen Gummis mit dabei, die man mit, um ehrlich zu sein, ein bisschen Kraftaufwand hier drauf schiebt. Jetzt läuft der Haken frei in dieser Nut in der Mitte von dem Gummi. Das heißt, wir haben eine super schöne Beweglichkeit vom Haken. Den stecken wir über den Haken vom Spinnerbait. Immer ein bisschen aufpassen, braucht man Kraft und bei Kraft hängt man sich oft mal schnell die Dinger in die Hand. Und dann hat man hier wunderbar einen schön hochstehenden Trailerhook, der aber trotzdem schön beweglich ist. Aber er ist nicht ganz so beweglich wie die mit dem großen Öhr, was mit einem Gummisleeve zugemacht ist, weil die verhängen sich oder verdrehen sich häufig. Das passiert bei dem nicht, der steht schön hinten raus und der Fisch hängt immer sauber. Moin Daniel, was gibt's? Mann Philipp, ich habe eine richtig krasse Idee. Ich glaube, diese kranke Aktion vom letzten Mal, die geht in die zweite Runde. Das komplette Set für 150 Euro kostenlos dazu. Alter, ernsthaft? Es ist alles sauteuer geworden und du willst schon wieder Rute, Rolle, Schnur und Zubehör einfach so kostenlos raushauen? Ach, come on Philipp, das schaffe nur ich schon. Nein. Doch. Nein. Doch, doch. Ach, was soll's. Na dann, los geht's. Ihr habt es gehört. Neue Runde, neue Chance. Nun auch für dich. Wer bei uns jetzt einen Online-Vorbereitungskurs auf die Fischerprüfung bucht, bekommt ein Starter-Set und nur solange der Vorrat reicht, im Wert von 150 Euro gratis zu seiner Bestellung dazu. Und sei nach bestandener Fischereischeinprüfung bereit, direkt dicke Fische zu fangen. We introduce Adventure Fishing and Functional Clothes for every fisherman. We'll dress you from the north through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. The official sponsor of Adventure and Fishing International Balaton Carp Cup. AdventureFishing.com. Gestern war deutlich, oder vorgestern war deutlich mehr, ne? Ja, da war das ganze Lot voll. Aber da ist auf jeden Fall auch ein Fisch. Mal gucken. Und direkt ankern. Meine Tacklebox habe ich immer dabei. Ne, nicht meine Tacklebox, mein Tackle Shop. Und was brauche ich da? Einen schwarzen. 1004 Craw. Ups. So. Schnell wieder ranhängen, ganz praktisch finde ich. So kann man schnell seine Köder, die gerade funktionieren, hier aufhängen. Macht schnell auf, hat sie direkt griffbereit. Wir haben gerade auf dem Sidescan ein paar Barsche gesehen, aber die scheinen jetzt nicht so aktiv zu sein. Das heißt, wir machen jetzt wirklich Run and Gun, schnell aktiven Fisch suchen, dann weiter. Also 3-4 Würfe hier noch, wenn da nichts geht.
dann zum nächsten Spot. In der Gruppe sieht man, die Leute fangen ganz gut. Die großen Fische fehlen noch, aber die können jederzeit einsteigen. Hier würde ich nur ganz kurz angeln, Wecki. 5 Würfe, wenn nichts kommt, weiter. Jo. Fisch! Nicht so groß. Gleiche Kategorie, so ein 30er. Ah, geil. 36, weil er kommt nicht über 0,5. 36, den reporten wir. Und nicht die Größe, die wir wollen. Die schwimmt da. Allerdings tot. Obwohl, auch kein Monster. Aber der würde uns jetzt schon gut tun, oder, Wecki? Definitiv. Führung für Nace und ein leicht morbider Touch bei Dustin. Währenddessen trägt Bullseye's Power Hour immer noch keine Früchte. Nochmal ein Wurf. Ist halt nicht mal gerade mal ein 60er, wenn wir Glück haben. Die fangen wir mal um. Nee, das ist zu klein. Markus, der macht jetzt. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, denn da ist nicht viel. Ja, ich weiß, aber lass uns lieber einen großen suchen, anstatt die Zeit mit Fischen, die wir morgen jiggen können. Am nächsten Tag jiggen. Ja. Vor euch hier. Aber ich nehme lieber einen kleinen aus der Stunde als keinen. Die Fische sind so heftig am Schwimmen, ey, das ist wirklich der Wahnsinn. Beim Anwerfen schauen wir, dass wir immer ein bisschen eine Auswahl an Ködern haben. Wir fischen jetzt heute ein Lamelli, einmal 15 cm, einmal 18, einmal gedecktere Farben, einmal auffälliger. Einerseits die kleineren tendenziell eher für Zander, die größeren eher für Hecht. Was wir immer noch ready haben, ist was Größeres mit Twister, weil andere Aktionen dann häufig den Erfolg bringen, wenn sie auf Paddel, Schwanz nicht stehen. Genauso haben wir noch V-Tails da. Und zu den Gewichten, das ist halt sehr unterschiedlich. Wenn die Fische flach stehen, dann brauchen wir einen leichten Kopf, dass der Köder nicht zu schnell runtersackt. Wenn sie tief stehen, dementsprechend einen schwereren. Und unser System dazu, der Rig Head, die vielseitigste Möglichkeit, einen Köder zu riggen. So, Birg, wenn da in den nächsten 10 Minuten nichts kommt, dann machen wir Fliege. Ich probiere noch tatsächlich ganz kurz. Fliege? Mhm. Fliegenroute habe ich vergessen. Machen wir Abflug. Ach so, Abflug, okay. Ich dachte, du musst jetzt die Fliegenroute auspacken. Nee. Ich probiere tatsächlich. Ich weiß, dass der Birger hat da schon ein paar Würfe hier mit Barschbaron gemacht, aber weißt du ja, wie das ist. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nee, scheint wirklich Fisch. Ja. Kleiner Hecht. Ein kleiner Hecht. Ein kleiner Hecht. Kleinhechte und die dicken Barsche, ey. Das ist immer so eine Sache. Aber hier, er hat Maß, also keine Glanztat, er hat Maß. Also, aber da sind Punkte, Mann. Ja, das ist, wir nehmen heute alles. Okay. Du kannst fischen. Oh, guck mal, was er hier hat. Das ist das Teil, was dem Barsch hat gefehlt. Scheint heute etwas besser zu beißen, beziehungsweise sind sie noch morgens etwas aktiver. Ne? Hier auf den Chrome-Bleak-Chat. Was bringst du uns? Naja, guck mal hier, 55, oder? 6. Geht drüber, oder? Nee. Nee, 55. Hey, okay, 55. Komm her, du darfst. Dann machen wir noch 2 Würfe. Petri Birger. Ja, danke. Gut. Schon 3 Fische. Ich will nichts sagen, aber das sind mehr Wertungsfische, als wir die letzten 2 Tage hatten. Lukas, Fisch. Wieder Barsch. Kein Riese, glaube ich, aber you never know. Come on. 33. Mal schauen. Ich hoffe, wir fangen noch ein paar größere. Also ihr seht, das ganze Anfischen per Lagen mit einem großen Boot, bei sehr viel Wind, mit extrem schnell schwimmenden Fischen, das ist wirklich richtig, richtig schwer. Und
auch mit der richtigen Technik oder mit der Technik springen einem die Fische nicht ins Boot. Schön brutal auf uns zu, der Fisch. Das ist ein guter Fisch. Das ist ein Hecht. Nächster Wurf wird mit dem Aal werden. Mhm. Das ist ein Meter. Haken ist los, Alter. Gib mir ein Aal. Der Bugmotor ist nicht ganz verkackt, könnte man den kriegen. Wenn der beißt, dann ist alles easy. Den Electric schicken. Etwas überworfen, aber ist ja Latte. Boot wird gleich drehen. Gebe ein bisschen nachjustieren. Ja, nimmt oder nimmt er nicht. Kommt. Yes. Ja. Nice. Oh, ich gehe ab, aber da geht der Killswitch ab, oder ist halt so? Ist so, weil Motor brauchen wir nicht mehr. Sauber. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber ich glaube, es ist ein Hecht. Es muss ein Hecht sein. Das ist ein Hecht, aber wir springen. Was ist mit dem Buckel? Beim Drillen, wenn die Hechte springen, dann müsst ihr die Rute einfach nur brutal nach unten drücken. Yes, Mann! Eine Stunde. Jawohl. Fast eine Stunde. So, du verarztest den. So, ich kümmere mich um den Fisch. Sehr schön, endlich hat es geklappt. Den Fisch haben wir länger gesehen. Mehrere Köder vorgehalten. Tim sucht jetzt noch die letzten Minuten weiter. Aber noch. Hey, bleib hier drin. Ob wir noch einen finden. Da ist der Schöne. Das ist richtig Agro. Das wird ein schönes Bild. Und dafür sind Landehandschuhe halt echt Gold wert. Ne? Ja, was, das ist das nächste Baker Tool. Wenn der tief hängt, kann man hier sauber den Haken einfädeln. Gehört da draußen. Dann messen wir die Dame. Haben wir 94,5. Sauer, 95 Punkte. Super, echt, genau für solche Fische sind wir hier. Dann wie immer beim Release, Fisch einfach halten, bis er Spannung aufbaut, nicht hier vor und zurück. Und wenn er dann will, dann geht er selber weg. Geil, die Stunde hat sich für uns schon mal gelohnt. Wenn sie in den letzten 10 Minuten noch einen kriegen, dann war es perfekt. Was für ein Krimi. Fliegende Köder wechseln, mehrfaches Anwerfen und am Ende zahlt sich Bullseis-Auftaktstrategie doch noch aus. Ein erstes dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Bullseye 95er Pike. Das ist doch schon ein guter. 95 kann drin bleiben. Well done. Gut. 95er ist schon gut. Ist schon sehr gut. Petri. Wir fahren zum nächsten Spot, weil das ist ja nur ein Punkt hier. Und den hat man dann doch relativ schnell abgeangelt. Und man merkt ja auch, dass die Fische schon ein bisschen behakt wurden hier. Deshalb halten wir uns nicht zu lange auf und trotzdem, haben noch andere schöne Strecken davon. Trotzdem hat sich gut rentiert, ja, muss ich sagen. Super. Das war gut. Schnelle Nummer. Drei Fische ins Bord geholt, kann man weitermachen. Now we're drifting and steer with the motor and take them all. New spot, new fish. What? Like that and then that. What do you mean? Now we're gonna drift that edge. Yeah, and then that. And then that edge. Perfect. Perfect. And then again. Pivot. Ach Jungs, ernsthaft jetzt. Die Konkurrenz schläft nicht. Ich hoffe, dass die ein bisschen flacher, dass die ein bisschen mehr an der Kante bleiben. Ich mach mal weiter hier im Korb. Ne? Ja. Jetzt haben wir festgestellt, auf unserem Spot steht Lukas. Oder beziehungsweise, ja, das ist komplett schöne Kante hier. Wir haben auch hier trainiert und ein paar Fischkontakte gehabt. Die stehen weiter unten, so 200, 300 Meter. Aber die sind da.
Ja, die Sache ist die, die fischen hier da ins Flache rein. Ne? Wir probieren die tiefe Kante erwischen. Deswegen stören wir uns überhaupt nicht, weil die Jungs werfen da. Ne? Komplett verschiedene Wassertiefen. Klar, es ist sehr eng hier, aber es ist legitim. Sieht man bei Roughneck nicht ganz so. Machen die uns echt die Drift jetzt zu hier? Halt einfach drauf. Wir kennen ja die Jungs von da drüben. Oder hat er abgerissen? Er sucht dann Goldschatz oder was? Fast. Ah. Ja. Ihr wisst, dass Anfüttern verboten ist. Baitcast-Profis. Baitcaster, ja. So, wir sind wieder weg. Gregor, habe ich heute auch schon gehabt. Danke, gleichfalls. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten die ja auch schon Barsche gefangen. Zwei Stück, ja. Und zwei Stück. Rechts, glaube ich. Ja. Sehr gut. Barsche haben Hunger heute Morgen. Ja, laut Regelwerk müssen wir 100 Meter Abstand von anderen Teams halten. Das hatten wir eben auch, aber das ergibt sich dann so, weil ein Boot fährt etwas schneller als das andere. Wir mussten jetzt einmal gerade einen Wobbler wiederholen, weggeschmissen und jetzt stehen wir ein bisschen dicht zusammen. Das ist aber kein Problem. Wir fahren jetzt einfach ein Stückchen zurück, wollten eh eigentlich da oben ansetzen und fischen dann die Kante. Die Jungs fischen hier im Flachen. Das heißt, wir kommen uns eigentlich sowieso nicht in die Quere, aber sicher ist sicher und dann passt das eigentlich. Ne? Dann. Boah. Machen wir noch den letzten Wurf, dann gehen wir weiter. Irgendwie sind die Hechte noch nicht in Weißlaune. Wir suchen jetzt mal den Zander voll zu machen. Ich denke, wir kommen sicher später noch einmal zurück. Und ja. Last cast! An diesem Spot, nachher geht's weiter. Team Fish Explorer will also erstmals den Spot wechseln. Bullseye war die ganze Zeit in Bewegung. Das wird sich jetzt aber wohl zeitnah ändern. Ich mach schon. That's it. Zeit um. Ah, ihr habt Plan aufgegangen? Ja. Ah, krass schwere Bedingungen. Richtig krass schwere Bedingungen. Das Boot dreht, wir haben eine Windstärke 3. Der Wind hat komplett gewechselt und es sind so viele Prassen aus dem Flachwasser gekommen, dass man so viele Prassen sieht und kleine Fische. Und die Algenblüte aus dem Flachen, das Wasser kommt aus dem Flachen und die ganze Blüte kommt halt hier raus. Und das ist echt richtig krass schwer. Aber wir haben einen Fisch gefangen. Mindestziel erreicht, würde ich sagen, oder? Jetzt. Ein Hecht und das in der super Größe. Also so. Ein Tipp immer in Holland, wenn ihr den Motor anhabt, müsst ihr eine Schwimmweste tragen. Und damit man den Killswitch nicht am Handgelenk hat, sondern alles machen kann, macht ihr euch den einfach an der Weste fest. Und wie vorhin beim Fischdrill, ich bin einfach vorgegangen, da zieht es quasi diesen Notaus raus. Motor geht aus, unproblematisch, aber ihr seid immer sicher. Und auch dafür, falls Gott bewahre, mal ein Unfall passiert, eine Welle kommt oder irgendwas, geht der Motor sofort aus. Weil nichts ist schlimmer, wenn ihr von Bord fallt, irgendwas. Erstens habt ihr die Chance, in den Motor reinzufallen oder das Boot fährt irgendwo hin und verletzt noch jemand anderes. Also denkt immer dran, Killswitch an die Weste und dann seid ihr safe. Killswitch an die Weste ist mit Abstand das Beste. Dann sage ich euch unter dem Aufräumen noch kurz zwei, drei Worte zu Pelagic, wie es der Name schon sagt. Paradedisziplin pelagisch angeln, wie wir das so schön sagen. Und zum Jerkbait-Angeln geht es natürlich genauso. Die Route ist perfekt auf diese Technik abgestimmt, mit einer Länge von 1,98, dem Wurfgewicht bis 85 Gramm. Natürlich eine etwas sensiblere Spitze, dass man den Köder schön unter Kontrolle hat, nicht jede Vibration weitergibt. Unendlich Power für einen Anhieb. So nach dem ersten Drittel und hinten raus dann Wumms für den Drill. Perfekte Länge fürs Handling, die liegt schön auf, man hat einen super Hebel, um den Fisch zu drillen. Ich würde sagen, die perfekte Pelagikroute. Gibt es auch noch eine Version bis 160 Gramm, für die, wo dann ganz viel Blei brauchen oder im Fluss fischen oder riesige Köder werfen. Genauso Pelagen und Jerken. Gibt es inzwischen übrigens auch in einer leichteren Setti-Variante. Apropos, nach dem Auftaktzander hoffen Ewert und Truman, dass es so reibungslos weitergeht. No, but I mean in a production you want to be that it's smooth and that all the fuck-ups are gone during the pre-fishing. Yeah, but now we don't gonna have any more fuck-ups, my friend. Oh, fish, fish, fish! That's a good one. Come on. I hope it's a perch. I think it's a small pike, or it's a small one. Yeah, you have it.
Good job, Truman. Yeah, yeah, yeah. But it's... I'm the net boy today. Can you put it there? Yeah, of course. Oh, it's even bigger. It's 82. But this track was good. Nice. I love pike. We put her back. Bye-bye. Oh, Big Hula. 16 gram. 82, eh? 82. When you fish for hunting big perch on, in the weeds or whatever, sometimes the pike is there, so it's really good to have a thin titanium single wire, like a leader, like this. Doesn't affect the lure at all, and you spare the lure, and most important, the fish. So we use this BFT single 10 titanium. I think it's 12 pound. I think so. Okay. Also ich habe gerade gesehen, dass mein Twitchbait ein bisschen nach rechts ausbricht. Wenn ich schnell ziehe, dann geht er ein bisschen rechts rüber. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, da nimmt man diese Öse und die muss man jetzt so ganz vorsichtig ein bisschen nach links biegen, also in die andere Richtung. So, also jetzt echt vorsichtig, ne? Sprich die Öse nach da, wenn der Wobbler nach da läuft. Ganz vorsichtig, dann gucken. Immer gucken, wenn man schnell zieht, weil da sieht man dann erst, ob der ausbricht oder nicht. Jetzt läuft er ganz gerade. Dann passt das. Kann immer passieren, dass die Öse, wenn man jetzt zum Beispiel Fische fängt und keschert, dann hängt da irgendwie ein Hecht im Kescher mit Drilling, ein Drilling im Hecht, einer im Kescher, eine Öse und eine Tauchschaufel noch im Kescher. Alles ist irgendwo verwickelt. Der Hecht macht die Rolle. Verbiegen sich mal Sachen. Das ist normal. Das muss man immer mal wieder überprüfen und dann entsprechend so ein bisschen justieren. Dann läuft der Wobbler auch gut, weil das Problem ist, wenn der schief läuft, ich schmeiß rein, ich kurbel den erstmal auf Tiefe. Wenn der gerade läuft, dann geht er auch auf seine 3,20 oder sowas. Wenn der aber schief läuft, dann läuft er erstmal so ein bisschen schräg und dann kommt er nur auf 2 Meter. Und dann fängt man an zu angeln. Das heißt, man kommt auch gar nicht auf die Tiefe, die man dann haben möchte. Na, dann sieht auch von Haus aus nicht so schön aus, wenn der so ein bisschen eiert, ne? Wollen wir ja nicht. Gut. Weiter geht's. Nächster Spot. Wir sind über den Bereich erstmal drüber gefahren und haben im Side-Imaging geschaut und haben gesehen, dass da 1-2 dicke Hechte stehen, so verteilt, und wahrscheinlich auch Barsche, die Hechte am Rand. Und wir werden jetzt erstmal abankern, schauen mit dem 360er noch nach, wo die Fische dann genau sind. Machen ein paar Würfe mit verschiedenen Techniken, da werden wir später nochmal drauf eingehen, C-Rig, Free-Rig, Net-Rig. Und schauen, ob wir da mal ein paar dicke Barsche rauszuppeln. Wir sind richtig froh, dass wir das machen können, weil das ist unsere Lieblingsangelei, dass wir uns für den Plan entschieden haben. Und wenn das jetzt noch aufgeht und wir jetzt noch ein paar schöne Barsche haben und ein paar schöne Videos, dann sind wir auf jeden Fall glücklich. Denn so ein Angelturnier ist immer nervlicher Stress. Und wenn man dann noch das machen kann, worauf man richtig Bock hat, dann fetzt das natürlich super. Ja, beim Angeln, wenn jetzt nicht zu viel Welle ist und man halbwegs geübter Schwimmer ist, man sollte natürlich nicht reinspringen, kann man dann natürlich die Weste, wo der Killswitch ist, dann immer auf seinem Fahrersitz stehen lassen, denn der Motor ist aus. Jetzt hat man das hier und wenn ich jetzt wieder losfahren will und starte, mache ich mir die Schwimmweste einfach drum und bin automatisch ready. Kennen auch vielleicht die einen oder anderen aus Amerika von den Bass Pros und ich finde, das ist eine sehr gute und sichere Variante. Weil ich das große Seepferdchen auch schon habe. Hast du das, ja? Ziehe ich jetzt meine Weste. Groß bist du ja auf jeden Fall. Groß bin ich, fett schwimmt, kann nicht viel passieren. Puffi? Puffi. Dein PB fangen wir jetzt, und oder? Heute PB-Barsche, ja, bin ich dabei. Jawohl. Zuversicht bei Bullseye, Missmut bei Nace. Nervt mich gerade, dass sie da stehen, ehrlich. Können wir uns ein bisschen weiter reinstellen, weil da ist auch die Kante, können wir so auch hochangeln kurz. Sind die direkt an der Boje jetzt, genau? Die sind direkt an der Boje, ja. Oder wir suchen hier noch auf der ganzen Fläche jetzt ein bisschen. Ja, ich würde sonst wieder zurückfahren zu den Spots. Da hat's auf jeden Fall geklappt. Wo hat's auf jeden Fall geklappt? Auch wenn es jetzt nicht die großen waren. So, der Lukas legt den Hebel um. Lukas.
kleiner Zander ist das. Ja, schöner. Jo! Oh. Jawoll! Jawoll! Ha. Weggetwitcht hat er ihm. Boah, hat er sich den reingeballert, ey. Jetzt ist die Tauschaufel abgebrochen. Hast du gesehen? Im Kescher, ja. Ich habe das gehört sogar. Ja, ja, das ist so. Die drücken da drauf, die wühlen sich da rein und dann klatsch. Ne? Das ist, was typischerweise passiert. Nie beim Angeln, immer bei der Nummer. Es ist mir egal, für diesen Zander mache ich das, nehme ich das gerne. Und der hat den sich reingedonnert, ey. Sehr guter. 66. 67. 67, geil. Okay. Richtig gut. Uff, das. Okay, gut. Jo, läuft, Gregor, super. Mein Mann, ey. Für die Zander. Damit sind Birger und Gregor die Ersten, die von allen drei Zielfischen mindestens ein Exemplar auf dem Board haben. Zugleich übernimmt Fisch und Fang mit diesem Zander die Führung. Zeit für taktische Erläuterungen. Zanderangeln mit Hardbaits am Tag funktioniert genauso gut wie mit Gummifisch. Also ich hatte jetzt die ganze Zeit mit dem 85er geangelt. Der läuft so 3,20 Meter und habe jetzt tatsächlich vielleicht 5 Würfe mit dem größeren gemacht, 95. Habe das Boot in 5,5 Meter gestellt, die Kante hoch, dass man also diesen Drop-Off nochmal mitbekommt, eine Spur tiefer. Also das können wir im Prinzip noch eine Spur machen, weil wir haben jetzt einmal so ein bisschen mehr das Flache. Jetzt können wir nochmal diese Kante noch ein bisschen besser mitnehmen. Ich hatte das Gefühl, ich kam nicht so richtig tief genug damit. Ja, das ist ja sofort, ne? Ja, obwohl wir haben noch die gute 200 Meter da. Das machen wir und dann kann man nochmal machen. Gut. Jo. Wir starten jetzt erstmal mit langsamer Präsentation, Finesse. Und gehen davon aus, dass wir so die besten Erfolge kriegen. Wir werden aber auch dazwischendurch mal ein bisschen Powerfishing machen, ein paar Jigspinner schnell aggressiv durchfischen, Crank mal tief führen. Aber aktuell haben wir jetzt so uns aufgeteilt, der Tim fischt eben einen Zerig mit einem Creaturebait und ich fische gerade einen Skirter-Jig, auch mit einem kleinen Gummifisch von uns, mit einem Lamelli Slim drauf. Und so haben wir ein bisschen unterschiedliche Präsentation. Beim Zerig taumelt der Köder eher schwerelos hinter dem Blei her. Und beim Skirt ist er press am Boden und die Fransen wackeln noch. Jetzt hoffen wir, dass eins von beiden die Barsche anspricht. Wird jetzt gleich, wenn so ein 50er beißt. Den nehmen wir. Diesen Anhieb, wo man noch 3 Schritte nach hinten geht. Erst 2 nach vorne nachkurbeln und dann 3 nach hinten. So, schnell war es, Lukas. Here we go. Wow, mit 100 Zarren über den Teich. Man muss aber auch fahren können. Danke, Lukas. Immer gern. Hechtruten. Ich fahre, du fängst die Fische. Zumindest bis jetzt. Alles Teamwork. Jetzt geht es definitiv ganz gezielt auf Hecht. Das heißt, wir wollen jetzt wirklich 1 bis 2 Driften komplett gezielt auf die Hechte machen. Dadurch kommen natürlich größere Köder dran. Zum Beispiel hier Swimbaits oder große Gummis, beziehungsweise größere Gummis oder auch große Spinnerbaits. Und natürlich wird auch das ganze Setup dafür ein bisschen stärker. Ich fische in dem Fall die Molex Fioretto Essence Swimbait und Marco hat die Fioretto Speziale Swimbait, die eine hochwertiger. Tatsächlich ist einfach das so, die Essence hat einen Ticken mehr Power, also ist etwas mehr für größere Köder noch ganz cool. Die Speziale hat trotz alledem ein easy Wurfgewicht von 120 Gramm, ist aber ein Ticken feiner in der Spitze. Die kennt ihr vielleicht noch aus der YPC Bass. Der verdanke ich den YPC Bass Record. So, das ist einfach eine geile Rute dafür. Die hat einfach für die Fischerei sowohl auf Bass wie aber eben auch auf Hecht einfach die perfekte Aktion. Ich werde hier mit einem richtig großen Spinnerbait anfangen. Der Molex Pike Spinnerbait kommt eigentlich aus dem Muskie-Angeln. Also ein wirklich großes Spinnerbait, machen richtig viel Druck und Lärm. Und ja, schauen wir mal. Gut. Lukas, Fisch. Ja. Nein. Das ist natürlich Worst Case. Ja, Fisch. Good. Pike. Pike again? Ja. Good one. A better one. Okay.
The anchor? Yeah. Fuck no. Came off. We have it. It's the smolly. But hey, we have one. Of course. It's 75 and a half, so that means 76. We don't gonna win the competition with this size, but at least we fill the paper and then we can do some upgrading. And now it's time for some perch. Back she goes. Wir sind nun am Zanderspotter angekommen. Ich probiere es mit dem Prey One in Gelb. Gelb-Weiß. Weiß gar nicht, Steve. Yeah. What do you fish? Prey One? Prey One, ja. Yeah. Ja, super Zanderköder. Ja, probieren wir es. Die letzten zwei Stunden waren relativ ruhig. Es hat echt vom Beißen zumindest sehr gut begonnen. Wir haben drei Fische gefangen, zwei verloren. Na, aber Totentanz. Wir sagen trotzdem, wir bleiben unserer Taktik erstmal treu. Finesse-Methoden, Core über den Grund schleifen, Netrig. Ich angle jetzt viel schwarz, weil das Wasser trüber ist als sonst normalerweise. Und im trüben Wasser mag ich es total, schwarze Köder zu angeln. Einfach deshalb, weil es ein guter Kontrast im Wasser ist, die Fische es besser wahrnehmen. Und ja, bis jetzt hat es noch nicht geklappt, aber ich bin mir sicher, wir kriegen heute nochmal ein Beißfenster. Geile Route, Dicker. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 Euro auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boot Center. Willkommen an Bord. Wir haben hier einen schönen Stretch, eine schöne Drift und hier fischen wir jetzt mal runter und da sollte eigentlich hoffentlich gleich wieder was kommen. Ja, Fisch. Auch nicht riesig, ne? Ganz im Gegenteil, aber immerhin. Oh, pass auf. Oh, yes. Der Klassiker. Aber manchmal muss ich springen. Well done, congrats. Na, immerhin. Fisch hat, ist er über 5? Ich weiß nicht. Schon, oder? Ja, auf jeden Fall. 69. Wir haben jetzt zwei Kontakte innerhalb von 5 Minuten gehabt. Das lässt hoffen, dass wir hier
uns. Und wenn es durch die kleineren durchgeangelt ist, wir haben die Chance, hier auf jeden Fall unsere guten Fische zu kriegen, die wir hier im Training hatten. Man muss dazu sagen, unser Training war auch vor 2 Wochen schon. Das heißt, wir haben die Fische nicht verangelt. Deswegen haben wir gestern ohne Haken geangelt. Und deswegen hoffen wir, dass wir sie jetzt abholen können. Voll auf Ansage. Zwar kein Riese, aber Team Roughneck schiebt sich damit auf Platz 1. Gregor Schwan schon Übles. Dabei scheint er von Lukas jüngstem Fang noch gar nichts mitbekommen zu haben. Oh, mein Telefon hat vibriert. Für uns ist das dann meistens nicht gut, wenn der Telefon vibriert. CWC Pike 82. Schöner Hecht. Und er war sofort danach 76er noch. Schön, Leute, Petri, es läuft. Fische beißen in dem Fall. Also die Hechte beißen, du. Ja, ich sehe gerade hier und da, wo die Fische haben, überall gefangen. Da zeichnet sich hier ein deutliches Bild. Na? Das ist sehr stark abfallende Kante hier. Man sieht das ja, ganz. Ja, da habe ich ja gestern mal gejiggt. Wenn du dann die Kante hochfischst, hängst du da auch fest, ne? Sehr, sehr stark geht die Kante runter und hier immer wird flacher. Na, man sieht hier, wie das Kante so ja, leichter verläuft. Und hier dieses Bereich, das war richtig steile Kurve nach unten. Oder wir setzen neu jetzt, weil hier ist, wird jetzt immer noch flacher. Ja, genau, das würde ich sagen. Jetzt kommt noch, aber noch ein bisschen Fisch jetzt rein. Man sieht am Echo. Kleiner Hecht. Jawohl. Schön, der Kränk ist hooked. Schon rausgeflogen, sehr gut. Na ja, klein, der hat auch über 60, du. Jo. Ne? 64, über 64. Ja, 64. Klar. 65. 65. Kannst du mal sehen, ne? Die 65 Hechte sind so dünn, die sehen dann, ja, der Zander eben, das sieht nach viel mehr aus. Ne? Aber wir releasen ihn schnell. So. Wir sehen jetzt ja in der Gruppe, dass die Hechte ziemlich aktiv sind. Ne? Ja. Alle fangen Hechte, auch gute Hechte. Die Zander sind aber auch aktiv. Wir haben einen schönen gefangen. Wir haben noch 2, 3 Zanderbisse gehabt auch. Das ist jetzt so die Qual so ein bisschen. Was macht man? Angelt man jetzt auf Hecht oder jetzt weiter auf Zander? Ja. Also ich würde aber die Zander erst noch machen, weil es noch früh ist, noch dunkel. Es wird nachher vielleicht sonnig, dann wird es schlechter. Den zweiten Zander, den hätte ich schon gerne. Ja, ja, auf jeden Fall aber läuft. Das ist viel besser. Super. Momentan läuft bei uns irgendwie Fische mal heute entspannter, ne? Muss man sagen. Echt? Gestern im Training. Also ich total entspannt, ja? Wie bei normalem privatem Angeln. Boah, ich habe Strom ohne Ende, ohne Ende. So, und ich habe es schon bekommen, schon meine Pike-Knuckles hier. Okay. Bisschen Hechtschleim? Komm, Hechtschleim. Bump in, show me the all damn day. Bump in, show me the all damn day. They are all damn day. Fish, fish, fish. Fish? I don't know yet. I don't think so. It's a bite. It's a small pike. We take it anyway. We don't need this one. Yeah, well. But it's. We need 4 pikes. Yeah. Okay, that was a good take. Of course, I'm the net boy. It's there. 81 and a half. That was a not so fat one, skinny one. Take it easy, my friend. Bye-bye. Schon das zweite 82er Exemplar für den Schweden. Truman bestätigt, was Birger eben gesagt hat. Die Hechte sind schwer aktiv. CWC hat damit jetzt schon 4 Fische in durchaus passabler Turniergröße. Felix und Dustin hingegen sind nun schon seit längerem auf der Suche. Hinten probieren oder an der roten Tonne, wo wir wissen, dass... Ich war oben noch nie. Ich würde rote Tonne sagen, weil wir da mehr Spots in der Nähe haben. Da können wir auf dem Weg jetzt noch mal an den Bojen halten. Ja. Fisch? Nee. Kein Fisch, kein Fisch. Hä, was? Haben wir nicht gestern noch nie auf dem Volkhaken einen Hänger gehabt?
Ja, heute schon der zweite. Da stehen einfach 5 Barsche neben uns seit 20 Minuten und sagen so, nö. Wir wollen nicht. Beißen, nö, beißen heute nicht. Uns ist zu kalt, es scheint keine Sonne. Wir haben, nö, einfach nö. Sonntag ist auch noch. Wir müssen ach stimmt, es ist Sonntag, Kirche. Ja. Die Church of Perch, an der Stelle liebe Grüße an Johannes. Schickt mal ein paar vorbei hier, der Barschpriester, Oberhaupt der Barschkirche, international. Wir stehen hier direkt am Warmwasserauslauf beim Kernreaktor, eigentlich perfekter Spot. I think we do something. We can travel far up again, or we should switch place. Go to the river. Yeah. The only place we haven't fished is the deep edge. But I don't know. You decide, you are the captain. Let's do smart moves, not like unthinkable moves. Yeah. I think this is the area, because I see the waypoints from the pre-fishing, this is the area that we caught the fish. And it doesn't bring us the perch. It brought us 3 pikies. And 4, 5. Yeah, but for the leaderboard. Yeah, but contact. And 1 zender. We need a perch. And I think the chances for going to the river is going to be slim the more we wait, because then maybe other teams will jump in that hole as well. And we can always go back. Yeah, yeah, but then we go. We do it now. I don't think it's smart to go all the way to the shallow, to the cappuccino spot, so to say. Yeah, but hopefully we don't need to. No. Good, good job, Steve, on fire. Oh. Tu veux qu'on dirait que c'est un beau poisson. Oh. Like hell. Oh no! Oh, no. No! Ah! Ah! No, 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 no. Shit happens. Fuck. Shit. C'était un brochet de plus ou moins 75. Ouais, encore une fois, hein, j'ai pas. Je cherche le centre, maintenant je prends un brochet. Je m'attendais pas du tout à ça et là je le décroche juste à la surface. Ah non. Ah, c'est pas de chance. Sag mal, was sind das für Spritzer, echt? Das war jetzt überraschend, um ehrlich zu sein. Irgendwie fällt man da gerne mal in Trance, weil der Swimbait allein den schon zu angeln macht Spaß. Und dann tickt man den so links und rechts und guckt den sich an, wie er vor allem am Boot ankommt. Und auf einmal, bam, kommt so ein Halbstarker hier hoch. Aber immerhin. So, Pflege. Schnürschuh, was haben wir? Eine 61. Ja. Kleiner, feiner. Der kommt schnell wieder zurück. Die kleinen Hechte sind heute sehr aktiv, muss man sagen. Und auch schon weg. Wenn ihr eure Swimbaits ein bisschen tiefer bringen wollt, weil die Dinger sind oft, also Ash ist zwar als Slow Sinker bezeichnet, aber ein Swimbait ist halt auch zum wirklich langsam animieren und deswegen soll er nicht so sehr schnell sinken. Das heißt, ein Slow Sinker sinkt auch wirklich slow. Und wenn man ein bisschen tiefer möchte, dann hängt man dem einfach hier eine kleine Bleiolive mit ein. Das ist ein Tungstenblei mit 4 Gramm in dem Fall jetzt. Oder man klebt ihm so ein Swimbait-Gewicht an den Bauch. Das gibt es auch wie so Ausbuchgewichte vom Auto, gibt es auch zum Ankleben für Swimbaits. Und dann kann man den schön ein bisschen auf Tiefe bringen, was manchmal wirklich einen Unterschied machen kann. Hier nutze ich es tatsächlich einfach nur deswegen, damit ich so ganz knapp übers Kraut komme. Ich will nicht wirklich tief kommen, aber ich möchte übers Kraut kommen. Und das funktioniert ja bis jetzt ganz gut. Dann machen wir mal einen Platzwechsel. Nächster Spot ist auch nochmal gut für einen Zander. Also da haben wir eigentlich eine gute Chance auf einen Zander, aber auch Barsch. Ah,
Alter, du läufst schon aus. Jetzt schon, Alter, im Sommer. Birgers Markenteilchen, muss man sagen. Ja? Der berühmteste Nase in der Angelbranche. Das Tropometer, kennst du nicht? Tropometer, genau. Kennst du nicht? Ab 2 Windstärken und ab unter 15 Grad. Genau. Top. Kann ich wegmachen. So, 15 Sekunden ist er wieder da. Ich kann ihn einfach lassen. Wenn ich ihn lasse, bleibt er da. Ja, ich sag immer, er läuft aus. Birger Domeyer. Die Gen Y Antwort auf Felix Instagram-Motto für mehr Drip in der Angelszene. Fisch und Fang wechselt nochmal den Spot. Steve reagiert nach dem unglücklichen Aussteiger. On va changer de colorie, on va voir si ça peut faire. Fisch, Perch, Perch, Fisch. Oh. Yes. Okay. Okay. Gut. Gray One ist der größte Barsch, aber Fisch, das ist gut. Ja. Knapp 35. Okay. Ja, 35er Barsch. Können wir zufrieden sein bei diesen Bedingungen? Jetzt geht er zurück und weiter geht's. War auf Zander, eingekurbelt, kurz von dem Bootschuss her drauf, hatten vorhin schon einen Follower von einem Barsch. Ja, haben jetzt die letzten Trainingstage, standen sie wirklich auf das Gelbe, auf diesem Prey One. Ja, Steve hat jetzt vorhin auch noch einmal auf dem Prey One ein Hecht verloren, um die 70 cm. Ja, aber die Fische sind da, weiter geht's. Also sind ja alles sehr gute Angler und da hätten wir eigentlich schon erwartet, dass ein paar Barsche über 40 oder vielleicht sogar über 45 kamen, aber schlussendlich war es ja bis jetzt erst ein oder zwei 40er Barsche, viele 30er, die wahrscheinlich am Ende ab Tag 2 eh nicht mehr stehen dürfen. Also sind wir eigentlich relativ entspannt mit dem sehr guten Hecht, dass der Gameplan aufgeht. Hier waren Fische, das hat funktioniert, nur nicht gebissen, 2-3 Anfasser und ganz entspannt. Alles noch offen. Ganz entspannt. Alles noch offen, gut auf Kurs. Wir müssen eigentlich einen Fluss nehmen, der Zandert. Das heißt, meistens Hecht und Barsch ist nicht so geil. Eigentlich wäre es schlau, 2 Zander heute zu fangen, dass wir auf den Kanal gehen können, um die Barsche abzugraden, wenn es jetzt nicht, wenn es so weiterläuft. Sonst müssen wir, keine Ahnung, Maß machen oder weiß ich was. Und da weiß ich auch nicht, wie das mit Hecht und Barsch ist. Lass uns jetzt hier den Spot noch ausfischen, dann mal hoch an die rote Boje gehen. Und dann angelst du auf Barsch dort und ich angel parallel auf Zander. Vielleicht bekommen wir da unseren ersten Zander. That was a good strike. Sander. Ah, at least we have sander full now. Yeah. It's 53. 2 sander, 2 pike, here we go for the big perch. Bye bye. Fish. 31. Nichts, womit wir weit kommen, aber auf dem Net, vielleicht ist das ja, wir hatten lange gar keinen Biss und jetzt auf dem Net direkt einen Biss. Eigentlich oft für mich ein Köder für große Barsche. Sieht total unspektakulär aus. Man fischt den auch nur wirklich über den Grund, dass er so steht und zieht den ganz langsam ein und gibt ihm ein paar Schläge, dass er so wackelt. Also eigentlich total unspektakulär, aber der bringt auf jeden Fall immer zuverlässig Fisch. Angeln gar nicht so viele, solltet ihr mal ausprobieren. Tatsächlich ein sehr, sehr guter Großbarschköder. Wir haben das Gefühl, dass die Barsche jetzt aktiv sind. Ich wechsle auf die Solitaro, ist noch der Prototyp am Darter Chick mit dem Real Rider. Vielleicht können wir so noch was rauskratzen. Too high up. Huh? Ah, yeah, I'm talking to myself. Oh, don't do that. I want to just touch the bottom and hey, don't talk to yourself. Oh, I missed one. Oi, 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 oi. Perch. Oh, fish. I have it. Oi, oi, oi. That was a good strike. But it's not the perch. It's, I think so. Ah, doesn't matter. Fish is fish. Jesus Christ. Took so hard. Can be.
perch? Yeah, it could be. But then it's a big one. I lost it! Jesus Christ! They are here. It was a perch, I think so, because it was... But in the beginning it was swimming against me. Oh! Nicht der erste verlorene Fisch heute. Einem unserer Angler steht allerdings zeitnah größeres Unheil bevor. Noch ahnt er aber nichts. Okay, unser nächster Angelplatz sieht folgendermaßen aus. Große Flachwasserzone, das hier ist tief und da seht ihr schon hier. Hier geht so ein steiniger Rücken raus. Darf ich das nicht verpassen? Auf den stellen wir uns drauf, beziehungsweise davor und werfen oben den Buckel. So Tiefe 4,30, 4,40. Passt ganz genau, so dass die Köder da gerade oben auf dem Kamm drauf draufschrappen. Ne? Merkt man immer, wenn man einmal Bodenkontakt hat, dann tuk. Und dann geht es wieder, wenn die Kante abfällt, wieder weiter. Und da steht schon mal ein Zander drauf oder ein Barsch. Hoffentlich machen wir die schnell. Alles klar. Fisch! Geilo! Ego! Komm, klein. Rein. Egal. Jo, zweiter Zettel. Petri, jawohl. Oh, da haben wir Felix. Felix Neckessers Ohr, haben wir? Mhm, 53. 52,5, ne? Okay. Zwei Minuten am Spot? Ja. Zwei Minuten am Spot. Ja. Muss man sagen, ey. Er liefert heute mal so richtig, der Köder. Das ist neben das, was habe ich gesagt. Oh, oh. Ich hab ein bisschen. Du hast Fisch. Jo. Oh. Nein. Oh, das war der Elektromotor. Jetzt. Oh, fuck. Das war Motor? Ja, totale so. Katastrophe. Ach. Ja, ich habe aufgehört zu kurbeln, weil du Fisch hattest. Ne? Ja. Oh, scheiße, Mann. Jetzt hat es mir die Route komplett zerlegt hier. Natürlich. Ring weggeflogen, alles. Also wir sind nicht der Team Chaos. Der Name hat sich schon Dustin und Felix gesichert. Aber bei uns läuft, wie man sieht, auch ganz schön daneben. Okay, solche Patscher passieren einfach bei Tournament. Das ist völlig normale Sache. Mittlerweile, wir verlieren Keschern dabei, die Landematten, alles Mögliche. Da ist schon alles passiert. Natürlich verbirge ich das jetzt extrem bitter, weil die Route ist schon wirklich feine Sahne gewesen. Die Spitze. Gregor, wir haben vielleicht noch ein anderes Problem. Es ist natürlich Schnur hier hinten drin jetzt. Ne? Das ist kein Problem. Das kriegen wir schnell hin. Ich muss den Propeller wegschrauben, aber das geht. Okay. So, das war aber Zeti. Ganz schnelle Nummer. Wir schrauben jetzt zuerst weiter. Du kannst angeln, ich mache das. Na, wo soll ich denn angeln, ey? Mit einer kaputten Angel oder was? Nimm meine Route einfach. Ja, wir fliegen jetzt ja eh über den Platz hier. Ne? Mhm. Das müssen wir jetzt erstmal fixen. Okay, was mache ich denn jetzt damit? Auch wenn es schon ein Team-Chaos gibt, die Fisch und Fang empfiehlt sich. Von diesem Malheur, mal abgesehen, läuft's bisher aber sehr rund. Birger und Gregor lösen CWC nach deren zwischenzeitlicher Führung ab und haben alle drei Zielfische schon am Vormittag in doppelter Ausführung. Bis zum Ende der ersten Halbzeit bleiben noch ein paar Minuten. Geht noch was für eines der anderen Teams? Fisch. Kleiner Barsch. 39, weil über 38,5. Größte für heute, aber leider immer noch nicht das, was wir brauchen. Aber da haben some bites here, eh? Now you have more action. Oh, I have it again. But this is... Easy, easy now, easy. I don't know what this is. This is not the perch, I can tell you that. No, it doesn't matter what it is. Just easy. Of course, I take it easy. What? This is something else. It's perch. I see the boop, boop, boop. No, it's a pike. Pike? No, big sender. Ooh, take it. Oi, oi, oi. Nice. Schnückt. Yeah. Then the other one was a sender too, I can tell you that. They really go for the pig hula! It's touch here. Yeah, here. Check, David, so you are with us. I don't feel. 71. Yep, 71. Kein Barsch, kein Hecht, ein Zander.
Und zwar ein richtig guter, mit dem Team CWC sofort wieder an den Jungs von der Fisch und Fang vorbeizieht. Bereits der fünfte Wertungsfisch für Truman, nicht der erste auf diesen Köder. This bait is so incredible. Pinghula! You can fish it shallow, you can fish it until 7 meter, slowly with vibration and touching the bottom and slowly. We have caught so many nice fish, both perch, sandler and pike. On va pêcher un peu plus sur le plateau, on va pêcher un peu plus léger. On va essayer de voir si les poissons sont pas un peu plus haut dans la couche d'eau. Le plateau, hein? Oui. Yeah. Biss gehabt. Biss? Ja. Nein, nein! Das gibt's doch nicht, warum bleiben die nicht hängen? Oh, ätzend, ey. Oh, I missed one! Oh, good strike! Jesus! Oh, ich hatte Biss. Biss? Ja. Mist, warum bleiben die nicht hängen? Oh, missed again! Jesus! Oh, Biss, 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 Biss. Ah, oh, fuck. Der Prototyp, le. Krop. Krop? Krop. Oh, nice. Die wird auch noch kommen. Die kommt dieses Jahr raus, im Herbst. Oh, Big Fish. No, Pike. Oh, nice. Big Pike. Easy. Big, big pike. Oh, easy, easy, easy. Whoa, stress. No, easy. Everything comes good. Big, big pike. Yeah? Yeah. Ooh, yeah. Good pike. Attention jumps for sure. No. Oh, shit. No jump. No, no, no jump. Yes, 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 yes. Steve, you're the man. Good job. Woo! On the prototype, craw. First cast. First cast, yes. And now it's the craw gone. Évidemment, j'ai pas encore la bonne casquette. Et comme à chaque fois, j'ai jamais le bon scratch. Big pike. Okay. 97. Okay? Ja, il est au bout, hein. Effectivement, un premier lancer avec la Baby Crow. Je sais même pas comment elle s'appelle. Un tout petit, un coloris très clair. Ouais, 7 cm environ, peut-être 10. Avec une tête plombée en 15 grammes. D'ailleurs, l'hameçon est un peu ouvert, pour peut le voir. Premier lancer, une touche. Et ce beau brochet de 97 cm. Magnifique brochet, très lourd. Ok. Woo! I'm so happy with this. Crazy. I make this lure, so I'm really, really happy. Wow. Ich habe große, große Barsche damit gefangen mit diesem Prototyp. Jetzt kommt Steve und fängt noch einen Hecht. Die Stucki-Kra wird jetzt dann nächstens rauskommen. Ja, probiert's mal. Fängt. Der Dickste kommt zum Schluss. Mit diesem unwahrscheinlichen Beifanghecht auf die Stucky Craw beenden wir diese Episode. Nach 4 Stunden auf dem aufgewühlten Wasser muss man sagen, der Beißlaune der Fische scheint der Wetterwechsel nicht sonderlich geschadet zu haben. CWC hat bisher am meisten vom ungebrochenen Appetit profitiert.
Nur noch 2 Barsche fehlen zur Full Card. Wir hoffen, dass euch die erste Episode gefallen hat und können versprechen, nächste Woche geht es genau so weiter. Seid also am kommenden Sonntag ab 18 Uhr wieder dabei. Lasst uns auf jeden Fall ein Like da und checkt mal unsere YPC-Kategorie. Dort findet ihr den Sendeplan zur aktuellen Boat-Staffel sowie viele Infos zu den teilnehmenden Teams und deren verwendeter Ausrüstung. Vielen Dank und ciao!